Grüß Gott und willkommen bei Spirit. Um den heiligen Josef, den Nährvater Jesu, geht es heute wieder. Papst Franziskus hat mit dem apostolischen Schreiben Patris Cordae ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen. Und bereits Papst Johannes Paul II. Hat im Jahr 1989 festgehalten, am Geheimnis der Menschwerdung hatte Josef von Nazareth Teil wie kein anderes menschliches Geschöpf, ausgenommen Maria, die Mutter des menschgewordenen Wortes. Er hatte zusammen mit ihr daran teil, weil er in das tatsächliche Heilsgeschehen einbezogen worden war und wurde zum Hüter derselben Liebe, durch deren Macht der ewige Vater uns im Voraus dazu bestimmt hat, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus. Und über die Verehrung des heiligen Josef möchte ich heute sprechen mit Professor Josef Spindelböck, dem Moderator der Priestergemeinschaft vom heiligen Josef mit Sitz im Bistum St. Pölten. Herzlich willkommen, Herr Professor Spindelböck. Ein herzliches Grüß Gott an Sie, Herr Nickelwöhner, und an alle Zuseherinnen und Zuseher dieser Sendung. Danke sehr. Wir haben die Worte der Päpste gehört, die große Bedeutung, die Sie dem heiligen Josef beimessen. Das erstaunt aber ein bisschen, wenn man in die Bibel schaut. Denn in der Bibel ist kein einziges Wort des heiligen Josef überliefert. Warum eigentlich? Was will uns das sagen? Das will vor allem sagen, dass sich Josef selbst vor allem als Diener im Heilsplan Gottes versteht. Es kommt nicht darauf an, viele Worte zu machen, sondern es ist ein Gehorsam der Tat, den er setzt. Und sicher ist auch der Unterschied zu beachten. Maria, die Gottesmutter, sie antwortet dem Engel und mit Worten und dann auch durch die Tat. Und Josef antwortet direkt durch die Tat. Also da ist sicher ein Unterschied gegeben. Und Josef kommt eine wichtige Rolle zu, weil Gott es selbst so gewollt hat. Kann man eigentlich datieren, wie alt die Verehrung des heiligen Josef ist? Man könnte ganz generell sagen, dass die Verehrung natürlich am Anfang nur einschlussweise war. Also die Anbetung gilt ja immer dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Die Heiligen werden verehrt, aber nicht angebetet. Und die Ehre und Ehrfurcht, die man Maria erwiesen hat, die hat auch immer ihren Platz gehabt im Geheimnis Christi und der Kirche. Und beim heiligen Josef ist es ähnlich. Er war zuerst eher verborgen, aber er kommt natürlich vor in der Heiligen Schrift und er tritt dann immer mehr hervor als Zeuge der Jungfräulichkeit Marias und auch eben im Zusammenhang mit dem Jesuskind als gesetzmäßiger Vater Jesu. In vielen Fällen sind es ja Bilder, die die frühesten Zeugnisse von Heiligen sind. Gibt es die auch vom heiligen Josef? Ikonografisch finden sich tatsächlich schon in früher Zeit vereinzelt Darstellungen der heiligen Familie. Nach dem Konzil von Ephesus wurde nicht nur die Gottesmutterschaft Marias hervorgehoben, sondern auch die heilsgeschichtliche Rolle des heiligen Josef eben betont und auch bildhaft gewürdigt. In Santa Maria Maggiore in Rom gibt es Mosaiken aus dem 5. Jahrhundert und sie nehmen Bezug auf die Geburt Jesu und auf die Kindheit Jesu. Oder an einer Elfenbeintafel der Maximianskathedra von Ravenna, da ist auch sichtbar, wie Josef mit Maria dem Kinde Jesus gegenübersteht. Also auch sehr früh belegt, diese Verehrung. Wie ist denn das schriftlich? Gibt es da auch frühe Quellen, zum Beispiel bei den Kirchenvätern? Die Kirchenväter nehmen immer wieder Bezug auf den heiligen Josef. Ephrem der Syrer besingt ihn in seinen Hymnen im Zusammenhang auch mit der Gottesmutter Maria und mit der Geburt Jesu. Der heilige Augustinus nimmt auf ihn Bezug, auch andere Kirchenväter bei der Auslegung der heiligen Schrift. Die Theologie der Kirchenväter ist immer schriftbezogen. Und dann gibt es auch noch eine andere Art von Schrifttum, man nennt das die Apokryphenschriften. Die haben einen relativ geringen historischen Wert und sind auch nicht immer rechtgläubig. Also denen kommt jetzt kein so großer Stellenwert zu. Allerdings wird hier Josef immer wieder angeführt. Und von daher stammen auch so manche
Fehldarstellungen des heiligen Josef. Er wird da zum Beispiel angeführt als Greis, als alter Mann oder als Witwer, ja, aber das ist nicht biblisch. Ja. Um die Verehrung des heiligen Josef zu verstehen, müssen wir uns vielleicht ein bisschen von unserem modernen Familienbild trennen. Der heilige Josef wird ja Nährvater Jesu genannt oder Beschützer seiner Mutter. Ist das etwas anderes als ein Brotgeber im modernen Sinne? Wie muss man seine Rolle verstehen? Die antike Familie und auch die Familie im jüdischen Bereich, die hatte natürlich einen ganz anderen Stellenwert als heute. Es ist auch der Bezug zur Großfamilie wichtig, wenn in den Evangelien vereinzelt gesprochen wird von Brüdern und Schwestern Jesu, dann sind hier Verwandte Jesu gemeint, also nicht leibliche Brüder und Schwestern. Und Familie ist auch ein Wirtschaftsverband. Also in der Familie spielt sich vieles ab, aber es ist nicht einfach eine private Familie, in die man sich zurückzieht im Sinne eines bürgerlichen Familienideals, sondern etwas, das ganz wesentlich ist, sowohl für das gesellschaftliche Leben wie auch für das religiöse Leben der damaligen Zeit. Die Verehrung, die Josefsverehrung ist im Osten früher überliefert als im Westen. Was könnte der Grund dafür sein? Ja, das ist tatsächlich bemerkenswert. Einerseits gibt es den Einfluss apokrypher Schriften, aber ich denke auch, wenn man zum Beispiel an die Verehrung des heiligen Josef bei den Kopten, wenn man das in den Blick nimmt, dann ist das doch eine sehr alte Tradition von der Flucht Jesu, von der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Und hier gibt es immerhin die Stationen des Aufenthalts der heiligen Familie in Ägypten, wie das unter anderem der Historiker Michael Hesemann dargelegt hat. Sehr spannend. Und das ist sicher jetzt etwas, was man hier beachten muss. Und so ist die Verehrung, könnte man sagen, aus dem Osten mehr und mehr auch in den Westen gekommen. Dann auch durch den Karmeliterorden. Und der Karmeliterorden führt sich auch wiederum auf östliche Vorgänger zurück. Also es war gewissermaßen ein langsamer Prozess, bis das hier im Westen angekommen ist. Gab es denn auch Heilige, die dem heiligen Josef sozusagen zum Durchbruch verholfen haben, die ihn besonders verehrt haben? Es gab große Heilige und auch große Theologen. Einer, der nicht heilig gesprochen ist, das ist Johannes Gerson. Das war ein Theologe, der mitgewirkt hat auf dem Konzil von Konstanz. Es war der Kanzler der Pariser Universität. Und er machte in einer Sitzung dieses Konzils am 8. September 1416 den Vorschlag, den heiligen Josef zum Patron der katholischen Kirche zu ernennen. Also sehr früh. Sehr früh, ja. Und dann muss man sagen, weil Sie eben angesprochen haben, große Heilige, ja, zum Beispiel Birgitta von Schweden oder auch der heilige Bernardin von Siena oder auch Bernhard von Clairvaux und andere, die sind Zeugen eben ganz besonders für die Verehrung des heiligen Josef. Später dann Teresa von Avila oder auch der heilige Franz von Sales und viele andere. Das, was Sie gerade sagten, Schutzpatron der ganzen Kirche, das hat sich ja dann 1870 durch Papst Pius IX. Verwirklicht. Wie wurde denn das begründet? Was zeichnet den heiligen Josef dafür aus? So wie er damals die heilige Familie beschützt hat, mit seiner ganzen Existenz und wie er eben vor allem für das Jesuskind eingetreten ist, so beschützt Josef von Nazareth auch den geheimnisvollen Leib Christi, der die Kirche ist. So wurde das in etwa begründet. Und im Himmel kommt ihm natürlich noch eine besondere Schutzmacht der Fürbitte zu. Also es ist immer Gott selbst natürlich, der uns beschützt, aber er möchte auch, dass die Heiligen sich gleichsam für uns einsetzen und das tut der heilige Josef in besonderer Weise. Und sein Schutz ist ein universaler, also er gilt der ganzen Kirche und man könnte auch sagen, er ist zuständig für alle möglichen Angelegenheiten. Die heilige Teresa von Avila sagt, sie hat den heiligen Josef schon so oft angerufen und immer hat sie gefunden, er ist kompetent, ja, immer hat er ihr geholfen und ihrem Orden. Und ein weiterer Beiname von ihm ist natürlich Josef der Arbeiter, ist natürlich klar, Josef der Zimmermann. Aber was sollte damit ausgedrückt werden? Auch ein gewisser Wert der Arbeit, die unter dem Schutz des heiligen Josef steht? Auf jeden Fall. Und man hat den heiligen Josef natürlich auch früher schon als arbeitenden Menschen wahrgenommen, aber mehr im Kontext jetzt des Handwerks. Und dann, wie
ein eigener Stand oder eine eigene Klasse der Arbeiter entstanden ist. Da war es natürlich für die Kirche ganz besonders wichtig, sich den arbeitenden Menschen zuzuwenden. Papst Leo XIII. Hat seine Sozialenzyklika Rerum Novarum veröffentlicht. Und in diesem Zusammenhang ist eben der heilige Josef auch als Patron der Arbeiter immer wichtiger geworden. Und die Kirche hat dann für den 1. Mai eben ein eigenes Fest Josef des Arbeiters eingeführt, um die Nähe des heiligen Josef zu den arbeitenden Menschen aufzuzeigen. Etwas schwieriger verständlich ist vielleicht Josef als Patron der Sterbenden. Warum ist er das? Es wird in der Heiligen Schrift nicht berichtet, wann Josef gestorben ist und wie er gestorben ist. Doch die fromme Überlieferung nimmt an, und das ist gut begründet, dass sein Tod ein seliger war. Und es ist auch anzunehmen, dass er gestorben ist, als Jesus eben noch lebte, und dass er sozusagen in der Gegenwart Jesus sterben durfte und auch in der Gegenwart Marias. Und insofern möglicherweise ist in es ihren ein trostvoller Armen, Tod. Ja. Eben. Ja. Er hat ja viele Beinamen. Welche weiteren würden Sie als wichtig erachten? Es werden viele Titel auch genannt in der Litanei des heiligen Josef, die der heilige Papst Pius X. Approbiert hat. Da wird er angerufen als Patron der Kranken, auch als Schützer und jungfräulicher Seelen, als Beistand in verschiedensten Nöten, auch als Schrecken der Dämonen. Also ganz verschiedene Patronate werden ihm da zugeschrieben. Und die Litaneien, die haben es in sich, dass sie doch immer wieder zurückgehen auf das biblische Fundament der Verehrung. Jetzt mal andersherum gefragt, gibt es denn einen Titel, den er nicht hat, aber haben sollte? Das ist durchaus vorstellbar. Ich könnte mir denken, dass er einmal als besonderer Patron des Lebensschutzes vielleicht eingeführt wird. Denn er hat ja immerhin dem Jesuskind das Leben gerettet, als die heilige Familie nach Ägypten fliehen musste. Als Herodes eben das Kind verfolgte, als er es töten wollte, da hat er das Jesuskind beschützt. Und in diesem Sinne wäre der heilige Josef sicher ein ganz besonderer Patron im Sinne des Lebensschutzes. Denken wir auch an die ungeborenen Kinder. Der heilige Josef hat auch gesorgt für Maria, als sie das Kind unter dem Herzen trug. Es war ihm ein Anliegen, dass dieses Kind auch geboren wird, dass es beschützt wird. Also Schutzherr des Lebens, aber besonders des ungeborenen Lebens. Auch des ungeborenen Lebens. Ja. Gibt es denn besondere Verehrungen, die Sie persönlich schätzen, die Sie empfehlen könnten? Es gibt außer dem, was uns die Kirche liturgisch anbietet, das ist auch sehr kostbar, die Messtexte, das Offizium des heiligen Josef. Außer diesen Texten gibt es eben die schon erwähnte Litanei des heiligen Josef. Dann gibt es verschiedene Novenen. Bei den Novenen ist es so, dass man 9 Tage lang in einem bestimmten Anliegen betet und es dem heiligen Josef eben anempfiehlt. Hier gibt es auch verschiedene. Und auch sonst gibt es Gebete. Papst Leo XIII. Hat ein berühmtes Gebet eingeführt. Bei dir, heiliger Josef, suchen wir Zuflucht. Dieses Gebet hat auch Johannes Paul II. Wieder empfohlen in Redemptoris Custos. Auch Papst Franziskus kennt verschiedene Gebete zum heiligen Josef. Und ich glaube auch, dass Stoßgebete wichtig sind, also kurze Gebete, die man verrichtet während des Tages, wenn man eben die heilige Familie anruft mit den Worten Jesus, Maria, Josef. Wenn man in Liebe an sie denkt, dann ist das auch ein großes Gebet. Kennen Sie Glaubensgemeinschaften, die die Verehrung des heiligen Josef besonders pflegen? Es gibt verschiedene Orden und auch immer wieder Bruderschaften. Im Stift Lilienfeld wurde jetzt die alte Josefsbruderschaft neu belebt als spezieller Verein zur Verehrung des heiligen Josef. Dann gibt es eben auch Patronate des heiligen Josef für Länder und so weiter. Ja. Also der heilige Josef ist in der Neuzeit besonders vielfach verehrt worden. Und ich denke, dass gerade das Jahr des heiligen Josef jetzt wieder eine Inspiration ist für viele, dass sie sich dieser Gestalt zuwenden. Sie sagten es, das Jahr des heiligen Josef, das soll Josef ja wieder in das Hier und Heute hereinführen, soll zeigen, dass er auch für heute eine Bedeutung hat. Und nun leben wir ja in einer Zeit,
ja eigentlich schon seit dem Zweiten Weltkrieg, aber besonders natürlich durch die 68er Revolution, wo immer mehr Ehen geschieden werden, wo Familien kaputt gehen, wo Kinder ohne Väter aufwachsen müssen. Mhm. Glauben Sie, dass gerade der heilige Josef da in diese Zeit hinein eine besondere Botschaft hat? Da hat er uns sicher sehr viel zu sagen, was das rechte Vaterbild betrifft, dass man sich einen Vater eben vorstellt als fürsorglich, liebevoll, zärtlich auch und zugleich aber auch als entschieden, wenn es um die Interessen der Familie geht, als tatkräftig. Und ich denke aber auch, wir können der Fürbitte des heiligen Josef diese Kinder anvertrauen, die vielleicht vaterlos aufwachsen, auch Menschen in zerrütteten Familien, um alle diese sorgt sich auch der heilige Josef. Und er ist sicher ein ganz besonderer Patron, auch für die Familien insgesamt. Ein heiß umstrittenes Thema, besonders natürlich innerhalb der Kirche, ist der Zölibat. Nun hat der Kirchenlehrer Johannes von Damaskus mal von der Jungfräulichkeit des heiligen Josef gesprochen. Könnte er also auch so etwas sein für ein Vorbild für Menschen, die in einer Berufung leben wollen, als Vorbild auch den Zölibat mit Freude, mit Liebe anzunehmen? Ja, ich denke schon. Der heilige Josef hat ja zwei Berufungen in sich vereint, wenn man das so sagen will. Einerseits ist er der wahre Gemahl Marias, aber es ist eine jungfräuliche Ehe. Und in ihrem Leben, im Leben beider Gatten, stand immer Gott im Mittelpunkt. Und darauf kommt es an, sowohl im Ehestand wie auch im Stand des gottgeweihten und jungfräulichen Lebens, dass wir alles auf Gott hinbeziehen. Es geht um die je größere Freiheit der Liebe. Und das hat der heilige Josef sicher aufgezeigt. Und er kann uns zeigen, wie erfüllt das Menschsein möglich ist, sowohl in der Ehe wie auch im jungfräulichen Lebensstand. Den heiligen Josef in die Zeit holen, in das Heute holen, das versuchen auch Sie mit Ihrer Priestergemeinschaft vom heiligen Josef. Wie machen Sie das? Ja, für uns ist der heilige Josef eben ein besonderer Schutzpatron. Und wir sind eine Gemeinschaft von Priestern, die der Diözese St. Pölten angehören. Und wir wirken in den verschiedenen Bereichen des Apostolats. Und überall, so könnte man sagen, ist der heilige Josef zuständig. Sei es in der Familienseelsorge, sei es in der Seelsorge auch für geistliche Schwestern, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Auch im Lehrbereich. Ich bin tätig eben als Professor für Moraltheologie, vor allem jetzt in Truma am Internationalen Theologischen Institut. Und hier hilft uns der heilige Josef durch sein Vorbild, durch sein Beispiel, aber auch durch seine Fürbitte. Und er lehrt uns wirklich den kirchlichen Sinn, weil er der Schutzpatron der Kirche ist. Er weist uns immer wieder hin auf die Verbundenheit mit der Kirche und auch mit dem Lehramt der Kirche, mit dem Heiligen Vater und mit dem jeweiligen Bischof. Und der heilige Josef als Vorbild für den ganz einfachen Gläubigen, was könnte man sich da herauspicken? Da könnte man vor allem darauf hinweisen, dass es immer wichtig ist, im Alltag aktiv hinzuhören auf Gott. Was will mir Gott sagen? Und zwar nicht unbedingt durch eine besondere Offenbarung, sondern einfach durch die kleinen Dinge des Alltags. Und Josef war ein Mann des Gebetes, aber er war auch ein Mann der praktischen Überlegung. Und alles, was irgendwie das Einfache ist, das Bodenständige, das Nüchterne, das ist, glaube ich, im Sinn des heiligen Josef. Der heilige Josef ist nicht ein Mann jetzt von großen Spekulationen oder gar von abwegigen Dingen, sondern er lehrt uns, was das Christsein im Alltag bedeutet. Und hier wäre gerade ein ganz wichtiger Auftrag für gläubige Laien. Hier ist ja der eigentliche Bereich ihrer Sendung, dass sie berufen sind, den Alltag zu heiligen. Josef hat in der heiligen Familie eben gezeigt, was es bedeutet, wenn eine Familie mit Gott verbunden ist, wenn Jesus Christus im Zentrum steht. Und er zeigt uns auch, wie wir die Arbeit heiligen können. Also geht das auch in die Richtung, was Papst Franziskus den deutschen Katholiken ins Stammbuch geschrieben hat. Er hat ja gesagt,
Neuevangelisierung an erster Stelle. Vielleicht mal eine Frage abseits vom heiligen Josef. Wie kann das gelingen in einer heutigen Zeit, vielleicht auch unter Einbeziehung des heiligen Josef, dass wir quasi diesen Wunsch des Papstes, der ja auch eine Aufforderung an die ganze Kirche ist, wirklich in die Tat umsetzen? Sowohl Maria wie auch Josef haben auf das Wort Gottes gehört. Sie haben es ins Herz aufgenommen, sie haben es betrachtet und dann ins Leben umgesetzt. Und jede Evangelisierung und Neuevangelisierung muss auch ansetzen im gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes, dass wir eben begreifen, ja, wir empfangen zuerst von Gott. Und dann sind wir aufgerufen, dem Wort Gottes im Herzen Raum zu geben. Das hat Josef vorgelebt durch seinen Glauben. Und dieser Glauben hat Frucht gebracht im Leben. Also von daher, denke ich, ist das ein Weg einerseits der Innerlichkeit, den uns der heilige Josef aufweist und zeigt, aber andererseits dann auch der Tat, also der Umsetzung ins praktische Leben. Wir haben ja auch viele Zuseher anderer Denominationen, wo das Thema Heiligenverehrung vielleicht nicht so angesiedelt ist. Aber ist das vielleicht auch als ein Aufruf zur Ökumene zu verstehen? Vielleicht auch mal von evangelischer, freikirchlicher Seite halt Personen wie die Mutter Gottes, wie den heiligen Josef vielleicht einmal ganz neu zu entdecken? Ich denke, unsere Mitchristen aus anderen Konfessionen können jedenfalls da mitgehen, dass sie anerkennen, Josef war vorbildlich in seinem Glaubensgehorsam. Und er hat in allem Gott die Ehre gegeben. Und darauf kommt es an, auch bei der recht verstandenen Heiligenverehrung, dass wir nicht bei den Heiligen stehen bleiben, auch wenn wir sie um ihre Fürbitte anrufen, sondern dass sie uns den Weg zu Gott zeigen, dass wir zu Gott hinfinden. Herr Professor Spindelberg, abschließende Frage. Welche persönliche Rolle hat der heilige Josef in Ihrem Leben gespielt und spielt er noch heute? Der heilige Josef überrascht mich immer wieder aufs Neue. Er drängt sich nicht auf im Leben, aber die Verehrung zu ihm ist irgendwie gewachsen. Und mit der Zeit spürt man immer mehr, was er einem persönlich bedeutet und was er auch für die Kirche bedeutet. Und ich würde sagen, in wichtigen Entscheidungssituationen, da kann man dann schon einmal einen inneren Blick auf den heiligen Josef werfen und sagen und ihm fragen, was würdest du jetzt tun? Ja? Oder kann ich dir das anvertrauen? Ja? Und wir können es ihm anvertrauen. Also das ist sicher, glaube ich, wichtig, dass man die innere Ruhe bewahrt, die Zuversicht, das Gottvertrauen. In all dem stärkt uns der heilige Josef. Und da spüre ich schon seine Hilfe immer wieder. Ich glaube, das, was Sie sagten, Gottvertrauen, das ist das, was wir in diesen Zeiten gebrauchen können, was wir aber als Christen grundsätzlich gebrauchen können. Und auch jeder Mensch, genau. Sicherlich. Sie haben uns das heute ein bisschen näher gebracht, ebenso wie den heiligen Josef. Vielen Dank dafür. Bitte, gerne. Das war sie wieder, unsere aktuelle Ausgabe von Spirit. Ich hoffe, Sie konnten wieder den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Bleiben Sie behütet und bis zum nächsten Mal. Eine Gebetskarte mit dem bekannten Gebet Ate Beate Josef können Sie unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen. Im Internet unter www.kircheinnot.de/shop.